Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzhammer zusammen mit dem Boxe. Moin! Moin, und zusammen sind wir das Team? Salty Beans. Ach komm, das haben wir vorhin so schön hingekriegt. Gut, wir haben Gott sei Dank noch eine Folge heute. Moment, ich muss mal kurz gucken. Nicht, dass, ja, ich bin richtig, okay. Ah, so, das Feld haben wir ja heute Morgen quasi in der Folge noch fertig gekriegt bei den Kollegen. Boah, ist der komplett voll, der Kalkstreuer? Ist ja krass. Ja, ich glaube, ich hatte den noch einmal schnell aufgefüllt. Warum? Ja, das heißt, wir kriegen da auch keinen Dünger rein, ne? Nee, tatsächlich nicht, aber brauchen wir gerade Dünger? Glaube nicht. Halt! Unsere Hütten stehen ja hier. Jetzt dachte ich gerade, ich hab's falsch gemacht. Da, wo der Kalksteuer steht, müsste ich einmal ran. Ach, warte mal, jetzt bin ich komplett. Ach, wir haben ja auch Flüssigdünger. Ach, ja, vergiss es. Ja, Flüssigdünger ist halt wieder ein Problem. Ich muss mal gucken, wie viele Herbizide ich jetzt hier Jetzt guck erstmal, auffülle. warte, 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 warte. warte. Ich würde Bitte, bitte spritze erst oder dünge erst Unkraut. das Feld. Welches? Ja, wo du hier bist. Meinst Geht du? das? Geht das? Ich weiß Weiß es halt ich nicht. nicht. Muss erstmal. Eventuell. Warte, da muss ich rückwärts. Ja, dann hätte ich den Flüssigdünger gerade nicht verschenken müssen. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich habe jetzt nur mal ganz wenig aufgefüllt. Kannst du einmal ganz kurz nach vorne, bitte? Okay, ich krieg das Ding hier nicht voll. Warum nicht? Weiß ich auch noch nicht. Saatgut oder was? Saatgut. Muss ich nochmal schauen hier. Mach doch mal die Klappe auf. Vielleicht liegt es daran. So, ich guck jetzt mal, habe ich die richtige Ansicht? Nein. So, ja, ich sprühe jetzt hier einfach mal ein bisschen Flüssigdünger drauf und guck mal. Ja, tatsächlich geht schon. Okay, ja, dann Geht. dünge ich hier schnell, ja. Dann ist. Am besten das Ding immer nicht ganz voll machen. Ich glaube, das ist am Glück. Also, wenn das so tricky ist. Ja, über kurz oder lang holen wir uns einfach eine zweite Spritze. Wir haben ja gerade schon in der letzten Folge vom anderen Team gehört, von Paul und Mark. Mark und Paul, die würden sich sowas bei uns auch mal leihen. Vielleicht können wir da einfach nochmal was festmachen. Ein paar weitere Deals. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir uns da noch eine zweite von kaufen. Dann sind wir auf jeden Fall safe, würde ich sagen. So. Hast du jetzt. Ne, hast du noch nicht gekauft, einen Striegel, ne? Nee, einen Striegel habe ich noch nicht gekauft, weil wir ja gerade das Abkommen quasi mit den Nachbarn hatten, Ja, da ja. den Dünger hinzubringen. Deswegen ist noch kein Striegel gekauft, genau. Ah, es ist noch nicht alles gewachsen, leider. Das heißt, ich kann noch nicht alles komplett düngen. Okay, egal. Ich dünge jetzt einfach, was geht, mal kurz. Dann haben wir zur Not auf ein paar Flecken jetzt nicht 100% gedüngt. Ist aber, glaube ich, dann für uns jetzt nicht ganz so dramatisch. Wichtig ist, dass wir noch Dünger drauf bekommen, dass wir möglichst noch das Unkraut vom anderen Feld runter bekommen, damit es da losgeht. So. Ah, das wird nichts mit dem Baum. Nein, falsche Taste. Ich mache jetzt auch wirklich nicht so voll, damit wir erstmal nicht so viel Euros in den Sand setzen und die Spritze noch mal schnell wieder benutzen können. Das sieht gut aus. Ich muss sagen, die Spritze hat eine schöne Arbeitsbreite, fällt mir gerade so auf. So, Boxe, was haben wir denn sonst noch zu tun? Wir müssen noch schnell Unkraut runterkriegen. Ansonsten siehst du da gerade auch noch Ackergras an. Das heißt, da müssen wir dann mal gucken, was wir zukünftig
Quatsch, nicht zukünftig, dass wir in den nächsten Folgen da auch noch ein bisschen Dünger drauf kriegen. So rum ist richtig. Nee, nee, der ist schon fertig gedüngt. Ah, okay. Na dann, perfekt. Habe ich nichts gesagt. So, das heißt, ich guck mal schnell. Irgendwie hat er jetzt beim... Ah! Ich habe Pflanzenschutz drauf gesprüht, ich Idiot, Kacke. Ja, ich muss gleich nochmal den letzten Streifen hier düngen. Ich war am falschen Trigger und habe einfach mal meine letzten 100 Liter Flüssigdünger leider überfüllt. Kacke. Passiert. Ja, waren Gott sei Dank nicht so viel. Alles planen. Wir wollten hier nur schnell das Unkraut wegmachen auf dem Feld. Ist zwar noch nicht gewachsen, aber macht man einfach so. So. Ja, das war natürlich ein guter Schachzug von Maschira und Werner mit Feld verkaufen, ne? Absolut. Die haben jetzt erstmal Kohle ohne Ende. Wobei, nicht, wenn sie sich den T7-Mod kaufen. Werner hatte ja noch den einen Mod mit drauf genommen, einen schönen New Holland T7. Dann geht auch gut Kohle weg, muss man einfach so sagen. Hm. Aber ich habe ihn eben in der Folge, als ich beim Händler war, hat er mich mit dem Unimog überholt. Er hat sich dieses wunderschöne Schneidwerk gekauft mit der Schwartfunktion quasi. Ja. Das hat er sich gegönnt, hat er leider entdeckt. Ich hatte die Hoffnung, es entdeckt so schnell keiner. Sei es drum. Gucken wir mal, was... Kannst du gerade gucken, wie viel Kohle die noch haben? Ja. Kann ich jetzt hier noch schnell weiter... 193.000. Boah, dann haben die noch nicht viel ausgegeben. Ich hätte erwartet, die waren schon shoppen. So, letzte Stunde ist fast angebrochen. Weil ich sagen muss, ich hätte nicht erwartet, dass wir so gut sind am ersten Tag, Boxer. Also bisher sind wir im Zeitmanagement ganz gut. Ja, also diese Woche, ich finde, sind wir noch nicht so weit gekommen. Ich weiß nicht. Ja gut, wir haben ein paar Minuten durch die BGA verloren, aber wir haben auch jetzt erst quasi die Hälfte vom Freitag. Das heißt, wir haben noch zwei Folgen vor uns. Kurzer Leck. Ich denke, dass das wird noch funktionieren. Ich glaube, der nächste Tag wird wieder knüppelhart, wenn wir hier vielleicht hoffentlich, ich sag einfach mal hoffentlich, schon die ersten Sachen ernten können. Ansonsten werden wir am nächsten Tag gar nicht so viel zu tun haben. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die Zeit rumkriegen. Aber ich glaube, wir haben mehr als genug zu tun. Boxer, nur so eine Idee, die mir gerade einfällt. Ich habe öfters gelesen in den Kommentaren, wir sollen doch einfach den Tieranhänger verscheuern. So oft wird der nicht gebraucht. Ich bin immer noch so ein bisschen im Zwiespalt, weil vielleicht braucht später nochmal jemand den und kommt zum Leihen. Wobei ich da noch nicht so ganz dran glaube, dass man mit so einem Viehanhänger irgendwie ein paar gute Deals einfädeln kann. Was ist, wenn wir den verkaufen und uns davon einfach die neue Spritze gönnen? Ja, aber vorher möchte ich noch ein paar Schafe kaufen, oder? Ja. Oder was sagst du? Ja, Schafe sollten wir unbedingt noch kaufen. Ist die Frage, soll ich das schnell machen? Weil ich habe jetzt schon wieder 370 Liter Pflanzenschutzmittel drin und müsste es überfüllen. Ich weiß es nicht. Nee, komm, ich überfülle das. Wir müssen lieber erstmal düngen, bevor wir Schafe kaufen. Sind ein paar Euro, die wir verlieren. Aber ich würde es gern machen, weil ein gedüngtes Feld bringt uns mehr, glaube ich, als Schafe gerade. Was sagst du? Schwer. Entscheid du. Ja, ich kann leider gerade nicht mal überfüllen. Eigentlich sollte man hier... Ja, Feldspritze geht nicht. Och Mann. Was kostet die Feldspritze? Pflanzenschutz 16.700.
Komm, ich kaufe jetzt einfach Schafe. Wir haben sie gut gefüllt mit 75% Produktivität. Von daher sind wir einfach mal guter Dinge, dass wir vielleicht ein bisschen Wolle daraus generieren können. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob es sich jetzt unsere Wollpalette auffüllt. Da sind 70,5 Liter drin. Also eigentlich müsste funktionieren, Boxer. Sehr gut. Ja, denke auch. Sieht gut aus. Das heißt, wir kaufen noch ein paar Schafe. Boah, also gefühlt ist die Map aber auch in der Nacht echt dunkel, ne? 19 Uhr, ich freue mich schon. Ich würde jetzt gern mal Werner fragen, ob das noch ihm noch hell genug ist. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Unser Nachthasser. Okay, so, dann kaufen wir jetzt hier einfach schnell ein paar Schafe. Aber danach verkaufen wir dann den Hänger, kaufen uns die neue Spritze, dann haben wir zwei Spritzen, können eine immer mit Flüssigdünger und die andere mit Gift einfach betanken. Mit Herbiziden. Ah, der Marschierer fährt hier mit einem Ballenwickler rum. Okay. Leider hat der Anderson bei denen ein paar Probleme gemacht. Jetzt muss er leider jeden von Hand hier schön wickeln und übers Feld fahren. Boxi, wie weit bist du denn mit dem Bestellen des ersten Feldes oder Ja, des das einen Feldes? dadurch, warte, ich muss jetzt echt hier gerade mal gucken. Warte mal. Ja. Das hat mich ja echt so ein bisschen aufgeregt, ne, dass ich eben darüber gefahren bin, ohne zu pflügen. Jetzt habe ich nämlich diese teilweise Stellen drin, da wo steht nicht gepflügt, aber ich sehe halt, es ist halt keine andere Textur da zu sehen. Es ist halt die. Servus. 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 So, kurze Frage, da du gerade drüben am Säen bist. Ja. Wenn du gleich 2, 3 Minuten hättest, Ja. würdest du mir hier ganz kurz helfen, das Feld anzusäen? Was? Mais. Ich hab. Oh. Wenn es dir nichts ausmacht und du gerade nicht viel besser zu tun hast. Ach, viel besser. Ja, das kann ich dir noch nicht gerade beantworten. Ich muss jetzt einmal dieses Kackfeld fertig bekommen. Ja, nur keine Hektik. Ich melde mich da nochmal. Jo, mach das. Ciao. Bis gleich, Tschüss. ciao. Die haben doch schon eine 6-Meter-Maschine und auch keine Nee, die sehen Riesenfelder. noch mit der kleinen hier an. Was? Ja, Warum das denn? weiß ich nicht. Wir können ja die Sämaschine zur Verfügung stellen. Wenn wir fertig gesät haben, können wir sie ihnen ja anbieten. Also nur die Sämaschine. Was sagst du dazu? Da hat sich dein Hund geschüttelt. Ja, ich weiß. Man hat's gehört. Simon kommt da hinten gerade. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich beim Händler? Scheiße! Eine Schaufel kaufen? Ja, das Problem ist, ich habe die Gabel dabei. Brauchen wir die Gabel noch oder soll ich die Gabel schnell verkaufen? Nein, die brauchen wir noch. Ja, gut, Für die dann. Paletten. Ach, dann habe ich Mist gebaut. Ich wollte Schafe kaufen und bin gerade stupide einfach zum Händler gefahren. So voll Uwe, im. bist du heute durch? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ach. Es ist mal wieder, ne? Ich biete einen Lachen am anderen. Ach, Quatsch. Das ist Quatsch. Das Oh, ist Quatsch. jetzt hat mich ein Auto mitgenommen. Alles gut, keine Aufregung. Ja, das sagst du so einfach. Ich liege auf dem. Jetzt Ehrlich? nicht mehr. Ja, ich lag eben schön auf dem Rücken. Mich hat so ein LKW weggerammt. Oh, Gut. endlich dieses Kackfeld. Entschuldigung, endlich das Feld durch. Ja, und mit dieser Bombensensation sind wir wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei den anderen vorbei und schreibt fleißig in die Kommentare. Bis heute Nachmittag hoffentlich. Tschüss. Ja, tschüss.